Hi, Marco hier. Heute geht es vermehrt um Lautstärke. Das hat dann wiederum viel mit Atmung zu tun, dem Atemfluss, dem Luftdruck. Das heißt, wenn du hier reinschaltest, aber mein anderes Video noch nicht gesehen hast, ist auch eins von Building Up Home, dann guck doch gerne rein und denk dran, in diesem Video wie auch in dem letzten Video, haltet die Pause-Taste gerne in Reichweite, denn wenn es nachher um Übungen geht, werde ich die nicht oftmals wiederholen. Ich werde einfach weiter reden, aber ihr habt die Möglichkeit zu gucken, was macht der Marco da, kann ich das nachmachen. Ja, und dafür, wie gesagt, ist die Pause-Taste am besten. Von daher, viel Spaß. So, zum Thema Lautstärke. Lautstärke hat viel zu tun auch mit Selbstbewusstsein, mit Durchsetzungsvermögen, auch mit Selbstbehauptung. Ja, ab und an brauchen wir das mal. Ich habe auch schon beim letzten Mal erzählt, stellt euch vor, Kind läuft auf die Straße und ihr wollt es aufhalten, akustisch. Ja, ihr könnt, ich meine, in der Situation, egal wie, Hauptsache laut. Aber ich kann euch Wege zeigen, eine andere Form von Lautstärke zu finden, mit der man noch viel mehr machen kann. Ja? In dem Beispiel, ich kann einfach so daher bölken. Halt! 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 Das mache ich eher hier mit dem Hals. Aber wenn die Leute sagen, boah, der hat aber ein lautes Organ, dann liegt das oftmals gar nicht an der Ecke, sondern eher an anderen Stellen. Ich hole meine Kraft von woanders her. Und dann hört sich das nicht mehr an nach Halt! Sondern nach Halt! 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 Ja? Und wie man vielleicht auch schon merkt, da sind mehr Obertöne drin. Es kommt nicht nur mehr Sound aus meinem Mund, sondern halt auch tatsächlich mehr Lautstärke und mehr Sound. Und das dringt besser durch. Ja, ich dringe dann besser durch zu dem Kind, das dann hoffentlich stehen bleibt. Aber es hilft auch dann zum Beispiel, wenn ich mich in irgendeiner Situation tatsächlich durchsetzen muss. Hey! So etwas. Ja. Da rede ich jetzt natürlich dann eher von Extremsituationen. Ich muss mich in der großen Gruppe von Leuten durchsetzen oder wer weiß, wann das wieder möglich ist, bei irgendeiner Party oder ja. Und auch da kann ich das gut gebrauchen, diese Lautstärke wiederzufinden, die wir verloren haben. Es gab mal eine Zeit, bei uns allen, da war diese Lautstärke, die ich gerade demonstriert habe, überlebensnotwendig. Da waren wir noch so groß und brauchten das, ja? Wir hatten Hunger, wir hatten irgendetwas, wir waren dann einfach noch als Baby und Kleinkind, waren wir laut unterwegs. Und wenn du dir das anguckst, also in Live oder YouTube oder sonst irgendetwas, dann wirst du sehen, die holen sich die Lautstärke auch eher von hier. Ja? Die liegen auf dem Boden und du kannst dann am Bäuchlein sehen, ja, das bewegt sich und die holen die Kraft nicht von hier, sondern von hier. Ja, natürlich in deren Höhe. Also ich, nach meinem Stimmbruch, würde dann eher machen. Ja, so. Und sie werden nicht heiser. Es ist sehr laut. Sehr kleines Wesen, sehr laut. Ja, trifft Frequenzen und trifft eine Lautstärke so lange, bis es die beste Lautstärke und die beste Frequenz raus hat, damit diesem kleinen Menschen geholfen wird. Und das ist von der Natur super eingerichtet, das soll auch so sein. So, dann kommen wir aber irgendwann zu dem Punkt, wo wir in einer Gesellschaft sind, wo wir nicht immer so laut sein können, spätestens im Kindergarten. Ja? Irgendwann müssen wir unsere Lautstärke ein bisschen daran anpassen, dass wir nicht immer unsere Gegenüber anbrüllen. Es sei denn, wir sind Marktschreier geworden. Ja? Passiert meistens in der Schule, wo es dann heißt, sitzen, still sein, zuhören, konzentrieren. Und da ist alles, was dieses spielerische, laute, was wir dann vielleicht noch auf dem Pausenhof hören oder was, das wird dann immer leiser mit der Zeit. Wir gewöhnen uns das halt ab. Wir wagen kaum noch zu atmen vor lauter Konzentration. Auch das hat natürlich so einen Zweck. Aber wir verlieren dadurch unsere Lautstärke. Und das ist halt etwas,
was wir aber wieder umprogrammieren können. Ja, wir haben unsere Atmung dann umprogrammiert, wir atmen dann nicht mehr so hier, sondern eher hier. Ja, das ist dann halt eine Hochatmung. Und die haben wir eher, wenn wir konzentriert sind, im Stress sind, kognitiv unterwegs sind. Das hier ist eine Atmung, wenn wir wieder anfangen, emotional zu werden. Hey! So etwas. Weinen, bölken, kreischen, lachen. Ja? Dann nutzen wir halt auch wieder abdominale Atmung. Das heißt, alles, was von hier abwärts geht, da gibt es halt das Zwerchfell. Das ist einer meiner Lieblingsmuskeln. Sehr groß, kann sehr viel. Wenn wir husten oder niesen müssen, nutzen wir den Muskeln. Und die Bauchmuskeln, und die werden nicht heiser. Okay? Kommen wir dazu. Es geht nachher mir auch um Gesang. Aber auch im Gesangsunterricht mag ich es, mit Dingen zu üben, die nichts mit Singen zu tun haben. Weil beim Singen geht es dann wieder darum, einen bestimmten Ton gut zu treffen. Und das ist eigentlich eine ganz andere Form von Übung. Sehr, was höre ich und was produziere ich daraus. Und das ganze Spiel mit dem Luftdruck, das kann man auch ohne singen. Ja? Auch, da brauche ich keinen bestimmten Ton treffen. Übung dazu, wer sie schon kennt, kann sich freuen. Ich atme ein, als wollte ich einen Hosenknopf zum Platzen bringen. Ja, damit ich auch tatsächlich Bauchmuskeln und Zwerchfell aktiviere. Und das nehme ich dann und mache. Puste das raus. Das ist noch ohne Ton. Kein Ha, kein gar nichts, nur einfach. Ja? Ich kann das auch nur auf H machen oder auf, das ist dann ein F. Ja? Und hau damit die Luft raus. Das ist ein Zwischenspiel zwischen Zwerchfell und den Bauchmuskeln. Wenn ich das jetzt noch mit dem Ton garniere, Ha, 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 ja, kann unterschiedliche Lautstärke sein. Kann auch unterschiedliche Tonhöhe sein, ist egal. Geht gucken, dass das ein angenehmer Ton bleibt und eher mit einem H anfängt. Ja? Also kein da raspel ich wieder mit meinen Stimmbändern im Hals, das ist so ein harter Ansatz. Ja? Deswegen gerne mit einem H anfangen, mit einem H, ja? Wenn es dann nachher auf Richtung Ton geht. Wo wir jetzt sind. Ja. Nehmt euch einen schönen Ton. Wie gesagt, die Tonhöhe ist egal. Irgendwo in einem Bereich, wo ihr auch reden würdet. Hallihallo, Löhle. Ja, das ist ungefähr derselbe Bereich. Und nicht. Ho, ho. Ja. Im Zweifelsfall lieber zu tief. Lieber bärig denken. Ja, so. Hallo, Tiefi. Uiuiuiui. So etwas. Ja. Okay. Einmal einatmen und dann mit einem Schubs die Luft raus. Okay, gleich nochmal. Okay, und falls so schön war, gleich nochmal. Tief einatmen, als wollte ich den Hosenknopf zum Platzen bringen. Und dann mit einem Schubs geht mein Bauch wieder rein. Ja, Bauch da, Bauch weg. Und da kommt dann nachher die Kraft her. Und dann muss ich oben natürlich auch aufmachen. Also ich kann nicht. Ja, ich muss schon tatsächlich die Klappe aufreißen. Das ist das Nächste, wo man sich ein bisschen trauen muss. Denn normalerweise reißen wir nicht die Klappe auf. Wir haben gelernt, ich rede nicht so. Ja, hallo, ich hätte gerne das Dinkelbrötchen. Ja, machen wir nicht. Aber bei Lautstärke müssen wir gucken, dass wir einen Trichter bauen. Deswegen sieht das auch anders aus, wenn man Leuten zuguckt, die zum Beispiel singen. Ne, wenn ihr guckt, besonders bei Live-Geschichten, es gibt ja Tonnen von Aufnahmen davon, dann werdet ihr sehen, dass da der Kiefer fällt. Ja? Die machen nicht H, 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 die machen H, H, H. Ja? Gerade was A und so all das angeht, Klappe auf. Das darf man dann. Ja, ich erlaube das jetzt. Und etwas, was ich versuche aus dieser Gleichung rauszuhalten, ist halt der Hals. Und das ist dann so das Schwierigste in der ganzen Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Ihr wollt
eine Lautstärke produzieren und denkt, so, ich muss mich anstrengen. Ja? Ich will jetzt unbedingt wieder diese Lautstärke. Ja, so, ha! Da. Ja? Anstatt ha! Ja? Sie soll von irgendwo herkommen. Und dann haben wir das Gefühl, okay, das muss ja irgendwie im Hals liegen. Aber das macht man nicht lange. Dann fängt einem an, der Hals weh zu tun. Da sind halt nur so 60 kleine Muskeln drin. Und wenn diese Muskeln irgendwann sagen, so, für heute ist Feierabend, dann ist für heute Feierabend. Ja? Deswegen versuche ich, das so weitestgehend aus der Gleichung rauszulassen. Die Schwierigkeit dabei ist allerdings, wenn ich dann daran denke, zu sagen, okay, ich soll den Hals locker lassen, Hals locker lassen, Hals locker lassen. Dann denke ich die ganze Zeit an den Hals. Ja, wenn kleine Kinder Fahrradfahren lernen, und da gibt es auch jede Menge Videos, wo man dann sieht, da steht ein einsamer Baum an der Straße und die Kinder steuern darauf zu. Eigentlich wollen sie drumherum steuern, aber dadurch, dass sie drauf gucken, fahren sie mit dem Fahrrad drauf hin. Und dann muss Mama, Papa, sonst wer irgendwie ganz schnell hin und versuchen, dieses Kind davor zu retten, gegen den Baum zu fahren. So läuft das hier auch. Ja? Also wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden darüber, wie wichtig es ist, den Hals daraus zu lassen, dann werdet ihr eher an den Hals denken als an alles andere. Die Kunst ist also, ich rede von einem rosa Elefanten und du versuchst nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Wie du schon merkst, gib dir Zeit. Das ist nichts, was du sagst, ah, das mache ich jetzt und dann geht das. Ja, es bedarf tatsächlich Übung, zu sagen, ich packe die Kraft, die ich haben möchte, in meine Atmung als allererstes, das ist das Fundament. Und dann sehe ich noch zu, dass ich sie nach draußen erlaube, dass ich da nicht noch einen Deckel draufsetze, entweder hier im Hals oder, ne, also wenn ich alles zumache zum Beispiel. So. Und das bedarf ein bisschen Zeit. Es bedarf ein bisschen Zeit, diesen rosa Elefanten dann wieder zu vergessen. Und zu sagen, es geht mir jetzt nicht darum, was mein Hals macht. Und mich abzulenken, damit zu gucken, was mache ich denn woanders? Ja? Gehen wir weiter in den Übungen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr strengt euch doch überall an, ja? Weil das auch gut passieren kann. Wenn ich mich immer weiter anstrenge, strenge ich alle Muskeln an, die ich habe. Wer vorher schon mal, was auch immer, bei einem Umzug mitgemacht hat oder Fitness oder so etwas. Ja? Man fängt vielleicht noch damit an, dass die Muskeln das tun, was sie tun sollen und alle anderen nicht, aber nach der 10. Kiste die Treppe hoch, machen alle Muskeln mit, die da sind. Also auch zum Beispiel die Halsmuskeln. Ja? Gucken, dass ihr euch auf die Muskulatur konzentriert, die ihr wirklich braucht. Noch ein Tipp, das mit der Lautstärke, das mit der Atmung kann man auch gut im Liegen oder im Sitzen üben, aber das mit der Lautstärke würde ich lieber im Stehen üben, damit ihr in einem anderen Mindset seid, dass ihr sagt, so, jetzt atme ich einen Ticken mehr. Ja? Okay. Wir waren bei ho! Ja? Gucken, dass das Ganze halt hier locker bleibt. Also auch gerade, dass ich versuche, hier im Hals und auch zum Beispiel im Gesicht wenig Spannung zu zeigen. So. Also vor allen Dingen den Unterkiefer. Gerade wenn man nachts kaut oder knirscht oder so etwas, ist das manchmal gar nicht so einfach. Da empfehle ich, hier die Muskeln auszustreichen. Ja, also hier vom Jochbein bis unten Unterkiefer, da kann man die, das sind unsere stärksten Muskeln, die Beißmuskulatur ein bisschen locker machen, sodass das hier halt besser geht. Und wenn ich dann so etwas mache wie gähnen, dann sollte es auch nicht knacken im Gelenk. So, und dieses Aufmachen, ha! Ja, damit kann ich aufmachen und alles, was ich von hier unten schiebe, darf raus. Ja, also kann das auch, und darauf achten, dass die Zunge nicht irgendwo dazwischen sitzt, also die kann auch tatsächlich nur als Übung, ja, okay? Die kann dann auch tatsächlich einfach so im Mund rumliegen. Als würde man gähnen und die Zunge, wenn man sich nicht sicher ist, streckt sie ruhig raus. Wir sind alle zu Hause derzeit, ja? Wir sind unter uns, das sieht niemand, okay? So. Also,
raus mit der Zunge und ha, ha, ha. Ja? Und dabei sehe ich halt zu, dass ich die Kraft von hier hole. Dass sich das schon anhört, dass ich merke, der Sound kommt auch von den Wänden wieder. Ja? Dass ich alles locker lasse, was ich locker lassen kann. Ja? Also, dass mein Kopf sich ein bisschen anfühlt wie ein Ei im Eierbecher. Zum Beispiel. Ja? Dass ich den Kiefer fallen lasse, was eher mit Gähnen zu tun hat. Und das kann ich auch empfehlen, gerade Gähnen mit Lippen zu. Streckt nochmal alle Muskulatur, die man hier dann halt noch so hat. Und wenn du merkst, irgendwie verspanne ich mich ja doch. So. Entspannungsübung zwischendurch setzen. Gähnen mit Lippen zu, auch gerne mit einem tiefen Ton. Da kommen wir nämlich dann wieder, wenn ich davon gehe. Ja. Dann komme ich halt auch in einen gähnenden Ton, der alles locker lässt, was ich locker lassen kann, damit ich gucken kann, dass ich meine Kraft von woanders hole, von hier unten. Machen wir einfach nochmal. Ja? Wir fangen an, am besten tatsächlich gleich mal mit dem Gähnen. Das Gähnen mit Lippen zu. Und dann strecke ich halt auch hier mein Unterkiefer eher nach unten. Also der klappt nicht einfach nur so auf. Dann habe ich das manchmal, dass mir nämlich auch sonst das Gelenk knackt. So, ja, also auch gerade, wenn ich das nachts schlecht geschlafen habe oder so etwas. Und das alles so ein bisschen fest ist. Ja. Gucken, dass ich das ein bisschen lockere. Ja, kann man auch den Unterkiefer so ein bisschen nach vorne holen. Also ich drücke jetzt gerade mit meinem Unterkiefer meinen Finger ein bisschen weg. Ich kriege jetzt quasi einen Unterbiss, so ein Boxerkinn. Ja, so. Und gähne. Erstmal leise und dann gleich kommen wir zur Lautstärke. Und da kann die Zunge einfach nur so im Mund liegen. Ja? Und wenn ich so einen Quatsch machen kann, könnt ihr das auch. Okay? Ja? Jetzt kommt die Lautstärke dazu. Erstmal kurz. Ha, 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 ha. Ja, Tonhöhe egal. Es geht jetzt noch nicht wirklich um schöne Töne singen. Es geht jetzt um Lautstärke. Okay. Und je nachdem, was ich raushaben möchte, wenn ich das jetzt länger mache, dann mache ich nicht einfach nur reindrücken und wieder loslassen. Loslassen ist übrigens auch wichtig. Das ist auch im letzten Video nochmal zu sehen mit Übungen. Ja, dieses Abspannen, dass ich wieder Anlauf nehme für das nächste Mal. Sondern auch, wie lange ich das anhalte. Wenn ich das nur kurz, ich will nur einen kurzen Ton, wie gerade eben. Ha, 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 ha. Ja? Mund auf. Ruhig alles gähnen und rauslassen hier oben. Aber die Kraft kommt von unten. Wenn ich jetzt was Längeres damit vorhabe, so etwas wie längere Töne. Ha. Dann drücke ich und halte fest, damit der Luftdruck stetig bleibt, damit das ein fließender Atem wird, der dann diesen fließenden Ton macht. Ja? Also nicht so, sondern und es hält ein bisschen fest. Ja? Es bleibt aber natürlich trotzdem beweglich, denn es kann ja sein, dass ich nicht einfach nur einen Ton machen möchte, sondern nachher noch andere Töne dazu oder noch einen anderen Impuls drauf oder so etwas. Also es geht nicht darum, alles festzumachen. Es soll schon eine Anspannung sein, aber immer auch wieder mit einer Entspannung dazu. Okay. Gehen wir nochmal auf einen langen Ton. Tonhöhe ist egal. Hier wieder gähnend. Okay, bereit? Einatmen. Und jetzt. Ich mache das noch ein paar Mal. Ja, anspannen, Anspannung halten, wieder loslassen. Mache ich das immer länger? Ja, dann kann ich damit anfangen rumzuspielen. Ja,
Und je besser diese Verbindung ist zwischen, wie gut kann ich mein Zwerchfell und meine Bauchmuskeln wackeln lassen, umso mehr kann ich damit rumspielen nachher. Ja, also, zum Beispiel Rock'n'Roll, hey Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, hey Rock'n'Roll. Da waren jetzt zwei Impulse. Ja, Rock'n'Roll angehalten oder das Hey kriegt noch ein Extra. Ja. Wir arbeiten also beim Gesang mit mehreren Impulsen. Ganz häufig. Ja. Also üben wir einfach auch mal. Und zwar mit Ho, Ho. Das sind auch wieder zwei. Ich habe wieder eingeatmet, als wollte ich den Hosenstoff zum Platzen bringen. So ein und dann Ho, Ho. Und das ist eine Spannung, die spüre ich dann in den Bauchmuskeln und spüre ich auch bis hinten hin in die Nierengegend. Wenn ihr euch nicht sicher seid, packt ruhig eine Hand hinten dran. Packt auch ruhig eine Hand auf den Bauch. Oder sucht euch einen Spiegel, um mal zu gucken, wo atme ich eigentlich hin. Ja? Denn die Luft soll ruhig von hier unten kommen. Da sind halt die kräftigen Muskeln. Wir haben auch hier Muskeln, aber die sind halt ganz kleine Muskeln zwischen den Rippen. Rippenfellmuskulatur. So. Und außerdem geht es dann in die falsche Richtung. Ja, ihr kennt das mit dem Problem, ihr wollt noch Zahnpasta aus der Tube, dann könnt ihr vorne drücken, so viel ihr wollt, wenn hinten irgendwie noch was drin ist. Das heißt, ich rolle das Ganze von hinten nach vorne auf. Ja? Ho! Das fängt hier an und kommt in der Richtung raus. Ich kann auch ha! Machen, aber ha! Da strenge ich auch gleich den oberen Teil meines Körpers an, Schulterpartie und auch dann Halsmuskeln, Nackenmuskeln. Und selbst wenn ich hier drücke und drücke, ha, ha, hier unten ist immer noch Luft. Ja, also lieber von hier nach da drücken. Das andere könnt ihr gerne machen unter der Geburt zum Beispiel. Ja, da soll in die andere Richtung was raus. Oder es gibt noch Dinge, die man täglich macht, da muss das in die andere Richtung. Kein Problem. Aber hier wollen wir Lautstärke rauskriegen, von hier nach da. Okay? Nochmal mit ho, ho. Einatmen und dann ho, ho. Ne? Ruhig eine Hand drauf oder auch hier eine Hand drauf. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Darauf achten, wenn es anfängt, sich doch angestrengt anzuhören. Konzentriert euch eher darauf, hier oben alles wieder nochmal locker zu lassen. Also auch das Ganze mit dem Gähnen. Ja. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Unterschiedliche Tonlagen, ist auch völlig okay. Dann drehen wir es um, machen ho, ho. Kurzer Impuls, langer Impuls. Auch wieder einatmen. Ho, ho. Ho, ho. Der Abspann, einatmen. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Okay. Wie gesagt, denkt an die Pause-Taste. Wenn das etwas ist, wo ihr meint, oh, das macht Spaß. Das mache ich jetzt gerne noch öfter. Pause-Taste drücken, danach bin ich genau wieder da, wo ich jetzt bin. Okay? Jetzt hatten wir lang, kurz. Kurz, lang. Jetzt nehmen wir noch, ich habe ja gesagt, es geht auch ne, mal alles in einem Atemzug. Wie bei Rock'n'Roll, hey, da habe ich nicht zwischendurch geatmet. Also, nehmen wir mal drei Hos. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja, genau, nochmal hier. Ho, ho, ho. Ja. Ho, ho, ho. Und ich habe nicht zwischendurch geatmet. Das ist nicht ho, ho, ho. Immer nochmal. Ho, ho, ho. Wenn sich das so anhört, ihr sollt das ruhig einmal in einem Atemzug machen. Das heißt, ihr haltet die Luft an. Ich kann ja auch Luft anhalten und Bauch rein, Bauch raus. Meine Bauchmuskulatur ist unabhängig davon, wie viel ich ein- oder ausatme. Ja? Also mache ich ho, halt die Luft an, lass wieder los, hab wieder Schwung für den nächsten. Ho, halt die Luft an. Lass wieder los. Hab Schwung für den nächsten. Ho! Ja? Und das geht dann immer
feiner irgendwann. Wir sind dann irgendwann von ho, ho, ho zu ho, 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 ho. Ja, da sind wir dann so bei diesen Staccato-Dingen, die man eher so aus dem Opernbereich kennt, so dieses Bel Canto, ne? Und so weiter. Das nutzt man aber auch heutzutage viel im Gesang, gerade so R&B, Gospelgesang und so, da ist dann so ein Hybrid entstanden. So, die machen nicht ganz dieses Staccato, wo immer eine ganz klare Pause dazwischen sein muss. Die machen das auch manchmal mehr Legato, aber die nehmen auch die Kraft nicht aus dem Hals, sorry, dass ich schon wieder erwähne, ne? Dieses, dass man die nicht hier, sondern da kommt auch was, so ein kleiner Schubser von hier. Ja? Man kann also sehr feine Sachen damit machen. Du kannst aber auch, was ich jetzt am Anfang empfehlen würde, erstmal sagen, okay, ich übertreibe das erstmal. Die Übertreibung macht anschaulich. Ne? Wie gesagt, eine Hand drauf, auch ruhig hier eine Hand drauf, weil sich hier auch eine Spannung dann entwickelt, mit der du arbeiten kannst. Ein Spiegel, ne? Also das, was schneller hilft beim Lernen, ist drauf gucken können oder fühlen können. Ja? Und dann erstmal, ne, wenn das mit dem ho, ho, ho noch nicht klappt, dann halt ho, ho, ho oder ho, ho, ho. Ruhig erstmal, dass du merkst, jo, das klappt. Und dann langsam die Geschwindigkeit steigern. Es macht nachher sehr viel Spaß, so, damit viel machen zu können. Aber hauptsächlich geht es mir ja heute darum, zu gucken, dass wir in Lautstärke kommen. Ja? Und die kommt dann auch in die Sprache oder in den Gesang hinein. Das ist ab hier eigentlich egal. Wenn ich nur so etwas machen möchte wie Hallo! Ist auch schon wieder übertrieben. Ne? So würde ich jetzt zum Beispiel keine Zoom-Konferenz eröffnen wollen. Ja? Aber wenn ich tatsächlich irgendwann in einer Gruppe von Leuten bin, was wir hoffentlich irgendwann wieder sind, dann kann ich das brauchen. Ich kann das auch gut brauchen, überhaupt, um mich durchzusetzen. Die Umgebung ist laut, bei der Arbeit, im Straßenverkehr, sonst irgendetwas. Die Beispiele habe ich ja vorhin schon genannt. Ja? Wenn ich dann Lautstärke haben möchte, hole ich sie von hier. Und dann kann ich auch Worte damit bilden, natürlich. Ne? Anstatt nur ho, zum Beispiel kann ich auch hallo oder was denn? Ah, mach ich auch gerne. Muntermacher, weil man auch nochmal sehen kann, dass auch der Kehlkopf sich dann zwischendurch bewegt. Ja? Also auch da, es darf, sollte und darf auch Bewegung im Halse stattfinden. Ja? Ruhe im Halse heißt jetzt nicht, dass da gar nichts passieren darf. Also wenn ihr jetzt, ne, vorm Spiegel steht und die Übung macht und denkt irgendwie, er hat doch gesagt, da darf sich nichts bewegen. Doch, darf. Ja? Aber es so frei wie möglich lassen, immer mal wieder sonst ins Gähnen kommen, gucken, dass wir ruhig ein bisschen Bewegung reinbringen, als würden wir eine Fliege im Raum beobachten oder so etwas. Oh, rumgähnen. Ja, lasst einfach den Kaffee weg morgens. Das geht wunderbar. Und dann nehmt ihr die Kraft von hier. Ist auch schön anstrengend auf Dauer. Also ist auch ein schönes Workout. Ja? Machen wir nochmal. Hallo! Hallo! Ja? Oder sich tatsächlich durchsetzen müssen. Hey! Nein! Halt! Das kommt von hier. Ja? Bei Fragen, Anregungen etc. hinterlasst Kommentare. Ich bin zu finden. So, also gerade, ne, in der Videobeschreibung zum Beispiel. Ich danke nochmal der VHS für die Möglichkeit des Forums. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in nächsten Videos und irgendwann in der Zukunft auch wieder in live. Dankeschön.